Willkommen zurück zu Overclocked. In der letzten Folge haben wir, was haben wir gemacht? Wir haben verschiedene Rückblenden durchlebt, die davon handelten, dass sich alle jetzt plötzlich eine Waffe zugelegt haben, beziehungsweise, ich vermute, Cliff allen eine Waffe besorgt hat. Dann ging es darum, einen Schlüssel aus einem Brunnen zu fischen. Und an wen der Schlüssel gegangen ist, versuchen wir nun herauszufinden. Ich bin ja relativ sicher, dass es Cliff ist. Und bevor wir uns groß die Mühe machen, ihn anzusprechen, würde ich sagen, spielen wir ihm erstmal diesen Teil vor. Da liegt der Schlüssel. Ich habe ihn. Ich habe ihn gefunden. Ich bin gleich wieder oben. Gott sei Dank. Mal sehen. Aha. Na dann, Cliff Baby. Der Schlüssel. Hast du gehört? Er hat ihn dir gegeben, nicht wahr? Versuch dich zu erinnern. Was hast du mit dem Schlüssel gemacht? Aufgegessen, David. Ja. Ja, da war was. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Am Brunnen. Ich stehe vor dem Waffendepot. Du willst euch Waffen besorgen, richtig? Ja. Ich weiß, dass noch welche da sind. Munition auch. Ja, gleich mal, das Alltagsinstrument Waffe besorgt. Die müssen wir uns erstmal angucken. Na klar. Abgeschlossen. Ja, wir haben jetzt zum Glück einen Schlüssel aus dem Brunnen gefischt. So geht sie nicht auf. Nimmst du halt den? Was musst du auch zwei Schlüssel mit dir rumschleppen, Junge? Selber schuld. Da hinten ist noch ein Raum. Dieser glasige Blick, den er immer hat. Halle. Alles so, wie ich es verlassen habe. Okay, mal sehen. Da hinten müssten sie sein. Alles so, wie er es verlassen hat. Das ist ja doch eine eindeutige Hinweise darauf, dass er schon mal hier gewesen ist, oder nicht? Eine Brechstange. Nehmen wir sie mit. Kann immer nützlich sein. Ansonsten ist natürlich schon interessant, in Cliffs Kopf drin zu stecken. Ist aber, ja, irgendwie auch gruselig. Erzähl mir doch nicht, dass wir uns hier nichts angucken können. Ha. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Na, wie praktisch. Na bitte. Da haben wir sie ja. Und es sind genau fünf. Fehlt nur noch Munition. Du hast die Waffen? Fünf Stück. Wie praktisch. Erzähl mir doch nicht, dass das keine. Okay. Ich beschwere mich nicht. Schon gar nicht über die Logik des Spiels. Hier liegt doch überall. Aha. Ich kann mir natürlich nur die eine Kiste angucken. Die breche ich auf. Die breche ich auf. Alles klar. Das sollte genügen. Wie aggressiv er das schon sagt. Ja, und jetzt? Hast du Waffen? Okay. Die anderen warten schon in der Küche. Aha, ich verstehe. Dann bist du in die Küche gegangen. Ich wüsste gern, woher der Schlüssel eigentlich kam. Du sagtest, im Depot sei alles, wie du es verlassen hattest. Du warst also vorher schon einmal da. Kann schon sein. Ich bin ziemlich fertig, Doc. Kann ich eine Pause machen? Ja, natürlich. Ich habe hier einen Patienten, mit dem ich sehr guten Kontakt habe. Ich danke dir. Er hat quasi schon seinen Bro in dieser Anstalt gefunden. David, keine Lieblinge. Oh. Ich weiß, du bist auch gerne bei Cliff, genauso wie ich, aber da wollen wir nicht hin. Er wollte eine Pause und wir gönnen ihm seine Pause. Gehen wir zu Zelle 1. Das ist ja jetzt. Er braucht nur noch eine kleine Erinnerungsstütze. Okay, eine kleine Erinnerungsstütze, die da wäre. Wir haben nicht viel Neues, vielleicht reicht Cliff? Okay. Die anderen warten schon in der Küche. Mal sehen. Ja, das scheint ja gereicht zu haben. So, mein Junge, du hast gehört, wovon er berichtet hat. Wir haben jetzt alle gemeinsam eure Erinnerungen bis 4 Tage vor eurer Flucht zurückverfolgt. Jetzt liegt es an dir. Schaffst du es, dich zurückzuerinnern, was euch dazu gebracht hat, euch zu bewaffnen? Komm,
Ich weiß, dass du es kannst. Ihr wart in der Küche, richtig? Ja. Ich kann das nicht glauben. Was wäre das, mein Einsatz? Bin mir nicht sicher. Also ich meine, er hat nur auf Türen... Wer hat das getan? Einer von uns? Blödsinn. Mir würde schon jemand einfallen. Ach. Und wer? Fühlst du dich angesprochen? Lächerlich. Wo sollte ich denn eine Knarre herhaben? Aus dem Depot. Du halt dein Maul. Wieso denn? Lass ihn doch reden. Was meinst du damit? Aus dem Depot? Er hatte den Schlüssel. Ich hab ihn gefunden. Du hast was? Du hattest einen Schlüssel in deinem Zimmer. Für das Depot. Ich habe ihn gefunden. Er lag auf dem Tisch. Was hast du mit meinen Sachen zu schaffen? Hey, ganz ruhig. Stimmt das, was er sagt? Du hattest den Schlüssel zu dem Waffendepot? Schweigen. Antwort genug. Ja. Okay. Ja, es stimmt. Ich hatte den Schlüssel. Er lag auf dem Tisch. Schon am ersten Tag. Keine Ahnung warum, aber mit diesem Geballer durch die Türen habe ich nichts zu tun. Du verdammter Mistkerl! Und das sollen wir dir glauben, oder was? Mein Gott. Selbst in meiner Tür ist doch ein Einschussloch. Vielleicht war er es ja, der blöde Fettsack. Ich? Ja. Du. Na, großartig. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mich mehr anwidert. Und was machen wir jetzt? Was, wenn es keiner von uns war? Was, wenn er nochmal wiederkommt, heute Nacht? Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich denke, wir könnten jetzt gut Waffen gebrauchen. Das könnte dir so passen. Wenn dir was Besseres einfällt, sag's mir. Ich lass mich hier nicht über den Haufen schießen, weder von euch noch von sonst jemandem. Wo ist der Schlüssel jetzt? Ich hab ihn weggeworfen. Wohin? In den Brunnen. Du Vollidiot. Ich wollte nicht, dass er Unsinn macht. Der und Waffen. Weißt du was? Dann darfst du ihn jetzt doch wieder heraufholen. Was? Ich schätze, da hat er recht. Du kletterst jetzt da runter und holst den verdammten Schlüssel zurück. Das kann ich nicht. Er liegt unten, im Wasser. Doch, du kannst. Los, wir gehen raus. Jetzt gleich. Das ist gut, Junge. Setz dich zurück in die Stunden davor. Ich weiß, du kannst es. Immer diese Gewaltspiele. David hat natürlich nichts dazu zu sagen. Ich allerdings schon. Denn ich finde es ja schon irgendwie verwunderlich, muss ich sagen, dass jemand einfach so in die Türen schießt. Denn das war ja jetzt kein gezielter Tötungsversuch in dem Sinne, sondern es wirkte eher wie eine Art Warnung oder um die Jugendlichen, finde ich, bewusst in eine Richtung zu drängen. Denn wenn jemand auf meine Tür schießen würde und ich irgendwo in einem Militärgebäude eingeschlossen wäre, würde ich mich auch versuchen zu bewaffnen. Also ich finde, das ist schon sehr bewusste und ja, wenig geschickte eigentlich Manipulation, aber in dem Fall kann ich das schon gut nachvollziehen und es wirkt sehr geplant. Und ja, das mit den Spielen ist natürlich auch nochmal so ein Hinweis.
Ein Aspekt, den wir sicherlich noch im weiteren Spielverlauf behandeln werden. Aber damit verabschiede ich mich aus dieser Folge von euch, bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.